Jetzt kommt genau dasselbe Beispiel mit GeoGebra. GeoGebra hat einen sehr leistungsfähigen Teil für Statistik und Stochastik. Das ist dieser Teil hier. Man bekommt ihn auch hier im Menü über die Mathe-Apps. Auch da hat man, wo ist es da? Die Statistik. Gut. Und wir brauchen eine Verteilung, aber wir brauchen keine Normalverteilung. Die kommt erst in der 8. Klasse. Sondern wir brauchen eine Binomialverteilung. Und die wichtigen Parameter müssen wir eingeben. Beim vorigen Beispiel war folgendes. Wir haben ein Kartenspiel gehabt, haben 5 mal eine Karte gezogen, also n ist gleich 5. Die Wahrscheinlichkeit, Herz zu ziehen, das war das, was uns interessiert hat, war 0,25. Und das sind schon die zwei wichtigsten Parameter, die man hier eingeben muss. Mehr ist vorläufig gar nicht notwendig. Man hat hier, du siehst es, zwei so Griffe, die kann man verschieben. Ich verschiebe mal den linken Griff ganz nach links, den rechten Griff ganz nach rechts. Das ist aber nicht notwendig momentan, das mit dem Griff hier verschieben. Das kommt erst später, einfach nur, dass das jetzt schöner ausschaut. Ja, und was hat man jetzt? Man hat hier die verschiedenen Ks, das heißt, in Wirklichkeit rechnet GeoGebra gleich alle Möglichkeiten aus, die es hier gibt. Das ist sowas von genial. Das heißt, man kann hier sofort ablesen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von 5 mal ziehen überhaupt kein Herz erwische, also 0 mal, diese Wahrscheinlichkeit ist, ich kann es hier in der Tabelle ablesen, 0,024, immer auf 2 Kommastellen gerundet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau einmal Herz ziehe, ist 0,395, also gerundet 0,40, 40%. Die Wahrscheinlichkeit für zweimal ein Herz zu ziehen ist ungefähr 0,26%. Die Wahrscheinlichkeit dreimal ein Herz zu ziehen, das sind 26% gewesen natürlich, ich habe vorher 0,26 gesagt, aber klar. Das sind 8%, eigentlich gerundet 9%, wenn ich den 7er hier berücksichtige. Die Wahrscheinlichkeit viermal ein Herz zu ziehen ist 0,015, also das waren die 1,5%, die wir vorher ausgerechnet haben. Und die Wahrscheinlichkeit alle fünfmal ein Herz zu ziehen ist schon verschwindend klein, 0,001, wenn ich das runde, also in Prozent ausgedrückt 0,1% ist hier die Wahrscheinlichkeit. GeoGebra bietet mir noch einige ganz nette Beigaben. Zum Beispiel kriege ich hier angezeigt, wie groß der Erwartungswert μ und die Standardabweichung Sigma ist. Der Erwartungswert μ ist ja das, wie der Name schon sagt, das werde ich erwarten, was so, wenn ich ganz oft diesen Versuch mache, mit 5 mal 10, was passieren wird. Das heißt, wie oft werde ich von diesen 5 mal ein Herz erwischen? 1,25 mal, also gut, das gibt es natürlich nicht, ich kann entweder 1 oder 2 oder 3 mal ein Herz erwischen, aber am nächsten komme ich hier auf 1. Also ich wäre von 5 mal 10 wahrscheinlich überhaupt nur einmal eine Herzkarte erwischen. Und die durchschnittliche Abweichung von diesem μ ist 0,96, also ungefähr einmal weiter nach oben, einmal weiter nach unten. Also so grob geschätzt, in 2/3 der Fälle wäre ich entweder 1 oder gar keins oder 2 Herzkarten erwischen. Noch was Schönes. Man kann hier eben mit diesen Griffen das verschieben und ich könnte mir zum Beispiel hier ausrechnen, wie groß die Fläche von diesen blau gefärbten Dingen insgesamt ist, wenn ich sie addiere. Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt sofort in einem Rutsch ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich entweder einmal oder zweimal oder dreimal eine Herzkarte ziehe. Und hier habe ich das Ergebnis, das sind ungefähr 74,7%. Ich könnte auch sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mindestens dreimal eine Herzkarte ziehe. Na gut, dann schiebe ich das so her. Mindestens dreimal bedeutet ja dreimal oder mehr. Dann habe ich hier entweder dreimal oder viermal oder alle fünfmal.
Die richtigen Bereiche werden hier in der Tabelle gefärbt und hier gleich addiert. Also ich erspare mir das mühsame händische Addieren am Taschenrechner, was ja eh nur eine ziemlich stumpfsinnige Arbeit ist, und kriege hier sofort das Ergebnis, die Wahrscheinlichkeit von 5-mal zu ziehen, mindestens 3-mal Herz zu erwischen, ist ungefähr 10, naja, sagen wir 10,4%. Ja, so einfach ist das.